der Weltuntergang, so, verstehst du, wie ich meine? Deswegen, warum soll es keine vollwertige Mahlzeit sein für dich in dem Moment? Kommt halt drauf an, wie man ergänzend alles dann halt irgendwie zu sich nimmt, so finde ich. Das ist halt eher so das Ding, ne? Okidok. Heiligtum des Zorns. Das ist hier alles nicht so cool, Leute, wirklich. Wir werden den Djinn da hinten höchstwahrscheinlich verlieren. Oh, was war das denn, Leute? Aber es gefällt mir hier nicht. Ja, das gefällt mir hier alles absolut überhaupt nicht, bin ich ehrlich. Mit allem meine ich wirklich alles. Schön. Das ist strong. Sie kriegt hier jetzt weg. Schwierige Nummer. Okay. Let's go. Ist die Frage, wo der andere Dude ist? Die ist auf jeden Fall hier. Wir trappen jetzt auf jeden Fall die Palette noch einmal durch, beziehungsweise das Fenster hier vorne. Schauen wir mal, in welche Richtung sie gehen möchte.
So, hatten wir das hier auch erledigt. 4% im Basement, sowas wollen wir natürlich gar nicht, Leute. Das ist natürlich absolut nicht okay. So. Schönes Ding. Ist halt auch nicht wahr, ne? Sie wird uns jede scheiß Palette ins Gesicht werfen. Da ist nicht mal eine. Weißt du, gegen wen du spielst? Nee, Mexiko. So, wir zonen jetzt hier einmal. Der Leon ist Hans. Okay, dann ist sie tot. Ja, das ist leider Kack-Gameplay. Und der anderen. Wir lassen ihn freiwegeln. Ich denke, er will einfach raus. Ne, scheiß drauf. Wir rufen ihn einfach, Leute. Ich glaube, ihm ist es egal, wie er rausgeht aus dem Match. Wir trappen ihn nicht mal. Er wird versuchen, die Versuche zu nehmen, denke ich mal. Er geht aus der Runde raus. Es war kein schönes Teamplay. Ihn da so eine halbe Stunde lang geslackt zu lassen, ist nicht cool. Tut mir wirklich leid für ihn. An dem Exit Gate hier vorne. Let's go. Let's go. Maxi, falls du drüben bist bei Hans. Ganz großes GG. Das tut mir wirklich leid, dass er so lange geslackt war. Wir haben eine Streak am Laufen, die wir gut spielen wollen. Das tut mir wirklich leid für ihn. Nichts gegen dich. Ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch. Ich hasse es, wenn Killer anfangen zu slacken. Aber ja, das gehört leider nur mal zum Spiel dazu. Schlanzi, verstehe ich. Dafür gibt's Perks. Dafür gibt es auf jeden Fall Perks.
Bei der Hexe, es gibt ein paar Killer wie die Hexe, wie beispielsweise die Twins. Da gehört so ein klein wenig Slaggen dazu für den Druck, für die Pressure, weil du kein Hook-Killer bist. Beispielsweise im Blight, der Nurse, die kriegen schnell Hooks. Da kriegen die dann den Druck. Ein Killer wie zum Beispiel Trapper bekommt den Druck dadurch, dass er Fallen platziert und Zugänge erschwert. Ähnlich ist es auch bei Scully tatsächlich. Und dann gibt es halt Killer, die durch Sluggen oder durch andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel One-Shots oder sowas, wie beispielsweise Mike Myers Ghostface oder sowas aufbauen. Und Slugging, da gibt es ein paar Killer, die schreiben das groß und dazu gehört auf jeden Fall die Hexe. Und dazu gehört auf jeden Fall auch die Zwillinge gehören auch dazu. Ne? Genauso wie Oni. Oni gehört auch dazu. Oni ist ein perfektes Beispiel dafür. Rein theoretisch, wenn ihr nicht unbedingt Dauerständer Myers spielt, ist rein theoretisch auch ein Myers.